Herzlich willkommen zu Viva la Movielusion. Heute besprechen wir einen Film namens Mandy aus dem Jahr 2018 und mit dabei ist der Mike. Servus, hab ich dir die. Mike, du hast auch Mandy hoffentlich gesehen mit Nicolas Cage und mit der Andrea Riseborough. Wie hat er da gefallen und um was geht's denn in Mandy? Ja, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen, nicht nur das erste Mal. Ich habe ihn jetzt mittlerweile ja anlässlich für die Recherche zum Podcast das vierte Mal gesehen. Und ja, der Film gewinnt mit jeder Sichtung, möchte ich fast behaupten. Das erste Mal natürlich glorreich sogar im Kino gesehen. Danke Flo und das Hardline-Team. Das war der Abschlussfilm vom Hardline-Festival damals. Und im Kino wirkt das Teil natürlich wahnsinnig. Also, wie gesagt, ist ganz was anderes, wie wenn man daheim sieht. Aber wenn man natürlich daheim des Öfteren anschaut, fallen einem natürlich immer wieder neue Sachen auf und man kann viel mehr spekulieren, weil man nicht ganz überfahren ist, wie wenn man im Kino das erste Mal sieht. Ja, um was geht's? Die Story ist eigentlich recht kurz. Der Red Miller lebt mit seiner Puppe Mandy in den Shadow Mountains. Der Film, meine Spur, der berichtigt mit 1982, oder? Ja, also auf jeden Fall in den 80er. Genau. Und er lebt in so einem schönen Anwesen mitten im Wald. Und dabei stößt die Mandy eines Tages auf die Children of the New Dawn. Und der Sektenführer, also das ist quasi eine Sekte, und der Anführer, der ist ganz fasziniert von der Mandy und möchte es gern bei sich in der Clique aufnehmen. Als er die im Korb gibt, heißt es halt, willst du nicht freiwillig, so gebrauche ich Gewalt. Und Mandy wird vor den Augen vom Nicolas Cage umgebracht und der sinnt dann auf blutige Rache. Genau, das ist eigentlich die Story soweit. Wie hat an dir gefallen? Also, ich habe gestern zum allerersten Mal gesehen und ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Vor allem diese untypische Aufmachung für einen Film, der nach den 2010ern produziert worden ist, weil du hast es vorhin schon gesagt, er spielt in die 80er und entsprechend ist der Film aufgezogen. Es sind ja immer ganz bunte Farben mit dabei und es ist so ein bisschen mystischer mit drin. Neben den Children of Dawn kann man nur so, ja, wie soll ich sagen, dämonisch wirkende Motorradfahrer vor, die irgendwie mit dieser Sekte zusammenarbeiten, die dann die Mandy zum Beispiel entführen und die einem schon ja, ein bisschen Angst einflößen können. So muss ich gleich, die erinnern uns alle ein bisschen an die Zenobiten aus Hellraiser, oder? Ja, oder also ein bisschen an diese, also so eine Mischung aus den Leuten von Hellraisern und aber auch aus den verrückten Bikern und Motocross-Fahrern aus Mad Max. Ah ja, ja. Also zumindest habe ich mir gedacht, gut, wenn die miteinander ein Kind kriegen, dann kennt man die Typen da aus Mandy raus. Ansonsten mit der Sekte, da habe ich mir nur gedacht, boah, leck, steckt da irgendwie noch mehr dahinter. Hat mich ein bisschen so an Charles Manson erinnert. Mhm. Also da weiß ich auch nicht genau, ob da irgendwelche Parallelen dazu bestehen. Aber ja, ich muss sagen, lang schon kein Nicolas Cage-Film mehr gesehen, wo der Nicolas Cage so extrem gut schauspielert. Sehe ich genauso. Also er hat wirklich eine lange Durststrecke gehabt. Ich glaube, das waren fast, schieß mich da, 10 Jahre, wo da nur Grütze gekommen ist von dem Herrn. Aber ich habe immer die Stange gehalten. Ich sage es, wie es ist jetzt. Und wenn jemand gesagt hat, Nicolas Cage, was machst du mit dem? Habe ich gesagt, lasst euch Zeit, da kommt wieder was. Und auch in die schwachen Filme ist der Cage immer stark. Also er ist nur einer von den wenigen Hollywood-Schauspieler, die wo wirklich aus sich herausgängen, die wo wirklich sie für nichts zu blöd sind und die richtig, viele Leute unterstellen mir das Overacting, aber das wird ihm nicht gerecht. Also ich finde sein Schauspiel immer zwar oder oft drüber, aber er ist immer ehrlich, finde ich. Also man nimmt ihm das auch ab, was er macht. Ich sag nur jetzt speziell die Toilettenszene oder wenn er quasi nach dem Tod von der Mandy da ins Bad geht,
Flasche Wodka ausleert und dann seinen Emotionen freien Lauf lässt. Also da läuft mir jedes Mal wieder die Gänsehaut runter. Also Cage ist für mich einer der Besten, die wir momentan noch in Hollywood haben. Die letzten so guten Performance, wo ich gesehen habe im Kino, das war der William Defoe und der Robert Pattinson in The Lighthouse. Das war ähnlich intensiv wie das, was der Cage da in Mandy abgeliefert hat. Also man muss aber auch sagen, es ist ja bei ihm ein bisschen dadurch geschuldet, dass er sehr viele Geldsorgen auch gehabt hat und dadurch hat er viele Rollen angenommen hat oder gerüchteweise angenommen hat, die halt eigentlich unter seinem Niveau sind. Da gibt es auch viele Filme, wo man sich echt denkt, Alter, warum hast du denn das eigentlich gemacht? Ja, wenn du ein Schloss in Bayern kaufst, dann musst du tief in die Tasche greifen. Und wenn die Tasche leer ist, dann musst du halt Grütze machen, dann hilft es nicht. Hauptsache der Scheck stimmt. Ja, so ist es leider, aber ich kann dir da voll zustimmen, die Szene im Bad ist der Wahnsinn. Das Schauspiel, wo Mandy vor seinen Augen umgebracht wird, nimm ihm voll ab. Alle Emotionen, die danach dann kommen, sind für mich absolut nachvollziehbar und glaube ich ihm auch. Also sagen wir mal, spätestens ab dem Moment, wo er dann dazuschauen muss, wie sie gefoltert und umgebracht wird, muss ich sagen, habe ich ihm den Charakter voll abgenommen, habe auch das alles nachvollziehen können, was dann danach passiert mit seinen Rachegelüsten. Und habe ich in dem Moment dann auch nicht an Nicolas Cage dahinter gesehen, sondern den Charakter, den er spielt, den Red Miller. Ja, also ich hab den Film schon länger im Schirm gehabt, aber jetzt lang rausgezögert, bis ich mir mal anschaue. Sagen wir mal, ich habe rein von dem, wie der Film angepriesen worden ist und auch was die Leute darüber gesagt haben, ihn nicht so richtig in der Schublade stecken können. Und jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, müsste ich sagen, ich bin mir nicht sicher, wem ich empfehlen würde, dass er sie anschauen soll und wem er vielleicht nicht. Also gestern, wo ich mal den angeschaut habe, habe ich dann auch eher zu meiner Frau gesagt, du, ich schaue mir lieber mal ein Lore an. Und sie hat dann so zwei, dreimal versucht, einmal umzuschauen und hat dann zweimal diese Zeichentrickszenen erwischt. Ja. Und diese Zeichentrickszenen sind teilweise nicht umsonst in Zeichentrick, weil halt dann da ziemlich abgedrehte Sachen passieren, wie ja. Ihr fallen einmal der Kiefer obi oder sie sucht ein Herz oder es war kein Herz oder irgendeinen grünen Diamanten, keine Ahnung. Und wenn du den halt völlig zusammenhanglos siehst, dann denkst du halt dann auch, Alter, was schaust du dir wieder für Müll an? Und ich glaube, wenn sie mit mir zusammen angeschaut hätte, würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer nehmen, dass sie den komplett verstanden hätte. Ja, das verstehe ich sowieso immer so eine Sache, weil manche Sachen im Film, für wenn es jetzt noch reale Maßstäbe setzt, nicht nachvollziehbar sind. Aber für mich ist der ganze Film, gut, jetzt wird es wieder ein wenig mystisch, für mich spielt der ganze Film in einer Art Fegefeuer, sage ich. Also das ist nicht unsere Realität, wo das Ganze spielt, sondern ja, das ist die eigene Welt, vor denen ich leide. Und ich muss auch ganz oft sagen, wenn du dann die Landschaften anschaust, die Mystik, die wo um den Nicolas Cage rumdum gespannt wird, weil du weißt ja eigentlich nie, wo es war in seiner Vergangenheit. Warum hat der Bill Duke aus Predator, warum hat der seine Armbrust, warum hat er da eine Gießform, mit der er die Axt gießt, à la Conan? Die Axt schaut dann aus wie das F von der, ich glaube, Death-Metal-Band, kann man es nennen, Celtic Frost. Weißt du, lauter so Sachen, was du sagst, für mich spielt das alles in einem eigenen Universum, das Ganze. Es ist was, wo man sich drauf einlassen muss. Und ich muss, unbedingt. Ja, und ich glaube, man kann nicht einfach nur sagen, es ist ein Horror-Drama oder Rape-and-Revenge-Genre. Also natürlich geht es eindeutig in diese Richtung, aber es ist, wie du schon sagst, sehr viel Mystik auch mit dabei. Ja. Und auch wenn du den Film komplett dann zu Ende geschaut hast, du bist zwar befriedigt, was die Handlung angeht, aber es sind wahnsinnig viele Fragen dann da. Gerade so diese letzte Szene, wo du dann den Himmel dann so siehst, da bist du dann auch wieder nicht ganz sicher, spielt das jetzt auf der Erde oder nicht? Genau, wo ist er denn da jetzt überhaupt?
Aber es ist immer, desto weiter er da abtaucht in die, ja, in das Dunkle, in die, oder die Nähe, desto näher er der Sekte kommt, desto wilder wird er die Landschaft. Also, das ist, schaut wirklich aus wie ein Albumcover von Obituary oder Entombed oder sowas. Das wirkt einfach total. Und es ist auch der Regisseur, Panos Cosmatos, verarbeitet in dem Film ja auch bestimmte Sachen, Verluste oder Sachen, die wohl in die 80er einfach geprägt haben. Und da gehören halt auch die Plattencover eben oder die Death Metal Bands auch dazu und hat eben, und eben auf die sie schauen halt auch die Landschaften so also aus als kleine Ehrerbietung an diese Bands, sage ich jetzt einmal. Aber die Schriftzüge, die ja dann immer wieder im Film kommen, wo dann zum Beispiel diese Children of New Dawn angekündigt werden oder halt dann auch Mandy selber, also der Schriftzug von Mandy, schaut hammermäßig aus. Ja. Dieser Zeichentrickstil, der immer wieder vorkommt in diesen Zwischensequenzen, das hat mich total an die Director's Cut von Watchmen erinnert. Mhm, ja. Da gibt es ja auch so Zeichentricksequenzen von so Piraten oder was das war. Piraten. Hat mich voll Gas daran erinnert, aber hat einfach so gut an diesen Film eingepasst und in diese Traumsequenzen. Hammer. Also bildliche Darstellung, echt grandios. Weltklasse, ja. Es gibt da nur einen Zeichentrickfilm aus den 80er, der heißt Heavy Metal. Weißt du, kennst du den? Ja, den kenne ich. Genau, und der Zeichenstil ist ja genau der. Also das ist ein typischer, wo wir eben schon wieder bei den 80er sind, also so ein richtiger 80er Zeichentrickstil, an dem, wo er sich da auch bedient hat. Also finde ich, das ist ein komplett rundes Paket, das Ganze. Ja. Das passt wieder alles zusammen. Neben Nicolas Cage und der Darstellerin von der Mandy kam zumindest für mich ein bekanntes Gesicht vor, wo ich aber die Rolle nicht so ganz einordnen habe können. Also da bin ich mir bis jetzt nicht sicher, hat die dem den Käufer oder ist der jetzt auch tot oder weiß ich nicht. Und zwar dieser, was war es, LSD-Hersteller? Also der Koch, der Richard Brake. Genau, der Richard Brake. Und irgendwie hat man den schon öfter mal gesehen. Viele Leute kennen ja aus 31 vom Rob Zombie zum Beispiel. Oder der dritte Teil jetzt von Three from Hell oder Kursen, genau. Und alle, die schon mal Game of Thrones gesehen haben, und zwar bis zum Schluss, werden ihn nicht erkennen, aber haben ihn dadurch schon mal gesehen, weil er spielt Nachkönig von Game of Thrones. Genau. Aber und ja, die Fresse ist einfach geil. Also der Schauspieler, ich liebe ihn. Also er wertet auch Filme auf, die wo eigentlich miss sind, aber die Fresse dazu, der passt einfach. Wenn der einen Psychopathen spielt, das wirkt, das läuft auf alle Fälle, wenn der da am Ruder ist. Aber war er jetzt dann auf seiner Seite und hat dann an Red Miller geholfen oder nicht? Also im Endeffekt geht er alles übel von ihm aus, weil er ja der Koch ist, der wo da quasi ja die Drogen verpanscht hat, die Biker, sage ich jetzt, die dämonischen Biker, wahnsinnig werden hat lassen und so. Also eigentlich ist er so hübsch einer von den Drahtzieher des Übels. Aber der Cage hat mit ihm kein Beef in dem Fall. Also er lässt ihn auch aus. Also meiner Meinung nach hat er den nicht umgebracht. Das darf man wenn dann auch sehen. Oder wurde zumindest angedeutet. Aber ja, er ist nicht das Problem von Nicolas Cage. Sein Problem sind die Biker und die Children of the New Dawn, die es auszumerzen gilt. Das heißt, wahrscheinlich hat er nicht umgebracht. Unterm Strich. Ich glaube jetzt nicht. Der kocht immer noch. Der kocht immer noch. Das heißt, Mandy 2 werden irgendwann einmal kommen. Vielleicht. Ja, gern. Wobei, hoffe ich eigentlich für den Film eher nicht. Also, weil ich finde, der steht gut so. Genau, der Film Alor macht ein sehr gutes Bild. Glaube ich, kann man immer wieder als gute Präferenz für Nicolas Cage verwenden. Wenn man jetzt einmal diese ganzen Blockbuster beiseite legt, glaube ich, ist Mandy für jeden, der so ein bisschen Horrorherz und Mystikherz hat, schon ein geiler Film. Ja, und auch Leute, wie gesagt, wo wir wieder bei den 80er sind, Leute, die in die 80er oder Filme aus den 80er, wo es anfangen können, sei es Conan oder Hellraiser oder sowas in der Richtung, es sind so viele Referenzen dabei, die wo du einfach da sitzen und einfach mit einem dämlichen Grinsen vom Fernseher sitzen und sagst, ah ja, das schaut aus wie da und da. Und das schaut nicht nur zufällig so aus, sondern das sind wirklich Anspielungen auf die Lieblingsfilme oder Themen, die wo an Panos Cosmatos bewegen oder interessieren. Man muss ja dazu sagen, wir hätten ein bisschen unnützes Wissen. Und zwar ist der Panos Cosmatos der Sohn vom George Pan Cosmatos, der Rambo 2
und die City Cobra mit dem Sylvester Stallone gemacht hat. Und finde ich saugeil. Also, die sind zwei richtig starke Sylvester Stallone-Filme und die hat der Papi von Panos gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Produziert ist auch das Ganze vom Elijah. Ich weiß nicht, der Conny regt sich zurzeit allebei auf, wenn ich sage Elijah Wood. Anscheinend spricht man das jetzt anders Elijah aus. Elijah Wood. Elijah, ja. Und dem sei Produktionsfirma Spectre Vision, die hat sich auf so kleine Independent-Genre-Filme spezialisiert. Also der Herr Frodo steckt seine Kohle, die wo er mit Herr der Ringe gemacht hat, in Filme und Filmemacher, da wo er glaubt, die ist Hans wert, unterstützt zu werden. Und das finde ich einen super Zug von ihm. Da haben da jetzt seit vor kurzem noch andere Filme rausgekommen von Spectre Vision. Zwar die Farbe aus dem All, eben auch wieder mit Nicolas Cage. Daniel Isn't Real, den ich zwar jetzt halt gekriegt habe, aber noch nicht gesehen habe. Und den total abgefuckten The Greasy Strangler. Genau, und das finde ich eine ziemlich coole Aktion, was er da macht. Dass er da wirklich Leute Kohle gibt, die wo eigentlich von einem großen Studio keine Kohle kriegen. Und denen ihr Chance gibt. Die ja Box-Office technisch das Budget auf jeden Fall nicht einspielen können. Also, wenn ich mal das anschaue, Color Out of Space, den du gerade angesprochen hast, und eben auch Mandy, ja, die haben jeweils ja so circa 6 Millionen Budget gehabt und haben gerade einmal so knapp über 1 Million Boxoffice dann wieder eingespielt. Also, okay, sagen wir mal, kommerziell eher kein großer Gewinn, aber ja, ich meine, wir haben ja jetzt beide früh über die Machart geschwärmt, über die Bilder, über das Schauspiel. Und ich glaube, ab und zu muss man einmal einen Film einfach rausbringen, weil man eben sein Herzblut da mit reinsteckt und nicht unbedingt immer hofft, dass er das wieder einspult, was man da reingesteckt hat. Ja, das ist ja das. Weißt du, andere Produktionsfirma wie Blumhouse, die gehen auf Nummer sicher. Die ecken nirgendwo an, die machen eine, das hört jetzt vielleicht blöd, weil ich sie eigentlich mag, eine 0815 Horrorfilme von der Stange, zack, zack. Und die werden günstig produziert und spielen da uns 10-fache wieder ein. Aber so einfach machen sie die Filme halt einfach nicht. Die machen was, die wo einfach auch mal unbequem sind, die wo einfach mal anders sind als die Norm. Und deswegen, wenn ich so das Feedback wiedergeben darf, was ich so bei Facebook oft lese oder bei Instagram oder sowas. Der Mandy kommt aber auch nicht oft so gut davor. Also er wird immer ganz oft als langweilig eingestuft, wo ich sage, er ist schon entschleunigt. Die erste Stunde, es dauert, bis was passiert. Aber es muss ja nicht immer Action sein, die wo einen bei der Stange hält. Die Bilder sind unglaublich stark, die Zeitlupen. Wie gesagt, das Entschleunigte, das ist einfach einmal was anderes. Das muss nicht immer Vollgas sein. Auch ganz stark dazu beitragt ist auch die Musik vom Johann Johansen. Das ist auch seine letzte Arbeit, die er abgeliefert hat. Der letzte Soundtrack, den er gemacht hat für Mandy, und den finde ich auch unglaublich gut. Und das ist einfach, das geht die Gesamtkomposition von Bild und Ton, das Audiovisuelle, das überfordert einen einfach. Ich finde das unglaublich toll. Ja. Also Johann Johansson kennt man vielleicht auch noch kennen, der hat noch den Soundtrack gemacht von dem Sicario und The Arrival. Da werden jetzt ein paar sagen, okay, habe ich schon mal was gehört. Mhm. Sicario ist aber auch richtig stark. Ganz stark, ganz stark. Und wenn ich dann eben bei Mandy an bestimmte Szenen denke, wo er eben die Axt schmiedet, der Soundtrack dazu, die Bilder dazu, das ist einfach wow. Der Film überfordert mich jedes Mal wieder, wenn ich ihn sehe. Ich muss ja echt sagen, weil du ja sagst, die erste Stunde ist sehr entschleunigt, also das auf jeden Fall, aber dadurch baut sich noch mehr Spannung auf, finde ich jetzt. Ich habe aber auch dadurch, dass ich ja eben schon ein bisschen was über den Film gehört habe, ja ungefähr gewusst, auf was es hinauslaufen wird. Mhm. Und wenn du halt dann die Szenen siehst, wo dann die Augen vor allem von der Mandy in Szene gestellt werden und du dann einfach siehst, boah, was hat denn die für Augen? Also die ist nicht von dieser Welt, die Frau. Also das ist echt krass. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie, ob das wirklich diese Schauspielerin unbearbeitet war oder ob die da nur Effekte drüber gelegt haben. Aber also da habe ich schon oft mir gedacht, boah, bitte wieder andere Szene. Also nicht, weil sie mich irgendwie so fertig gemacht hat, sondern... Nein, die Frau schaut da in die Seele. Ja. Die schaut durch die... Ja, genau.
Und damit rechnest du vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann sagt, der kommt mit dem Film wenig anfangen. Und das ist auch wieder das Nächste. Ich schaue sehr ungern Trailer, wie manche wissen. Und das ist ja auch der Trailer von Mandy, der suggeriert dir auch wieder einen anderen Film, einen viel actiongeladeneren und einen viel brachialeren Film, wie er eigentlich ist. Und das ist dann oft das Problem, was dann sie in einem Kopf aufbaut, wenn der Trailer was anders suggeriert, als der Film ist. Naja, sagen wir mal, dafür gibt's aber auch in der zweiten Stunde genügend Szenen, die für einen Actionfilm... Die ist einmal auf jeden Fall. Ja, oder was heißt Actionfilm, für so einen Splatterfilm ausreichend sein. Ja, die ist einmal auf jeden Fall. Nein, also wie gesagt, sobald der Schriftzug Mandy am Bildschirm auftaucht, geht's eigentlich hübsch los. Dann bleibt kein Kopf auf dem Rumpf und kein Arm am Körper, möchte ich fast behaupten. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wenn man das als Titeleinblendung wahrnehmen möchte, dann kommt die Titeleinblendung bei Mandy erst nach einer Stunde und 10 Minuten. Das ist, glaube ich, fast der Rekord, oder? Ja, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Tarantino das ab und zu mal so gemacht hat, dass er auch erst so nach einer Viertelstunde oder so mal seinen Titel eingeblendet hat. Aber bei Mandy habe ich mir auch gedacht, weil vorher werden nur die Children of Dawn mit einem eigenen Schriftzug angekündigt und ich bin mir nicht sicher, aber auch die Landschaft wird einmal auch so angekündigt. Ja. Nein, das kann natürlich schon sein, dass es einfach nur Ankündigung ist vom nächsten Kapitel. Aber wenn man es auch so sehen mag, war die Titeleinblendung verdammt spät. Also ich habe es zumindest schon so wahrgenommen, also nach dem Motto so, und jetzt warst Mandy, das ist jetzt der Film. Schaut zu. Jetzt geht's ab. Das ist ja der einzige Film, wo ich noch weiß, wo der Vorspann auch so lange auf sich warten lässt, das ist das Remake von Freitag der 13. von Markus Nispel, der hat auch, ich glaube, dass das 20 Minuten dauert, bis einmal der Freitag der 13. oder Friday the 13th dann da steht. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nicht sonst irgendwelche Fun Facts oder irgendwie sowas hast, da war ich nichts mehr. Gehen wir mal über auf, was hat uns gut gefallen und was hat uns nicht so gut gefallen. Und Mike, du darfst anfangen. Was mir nicht so gut gefallen hat. Gut, die Lage ist, ich hätte mir gerne nur ein wenig brachialer gewünscht, dass der Film in der zweiten Hälfte nur ein wenig brachialer ist, weil es gibt da so einen richtig geilen Kettensägenkampf à la Texas Chainsaw Massacre Teil 2, aber die Splatter-Szenen oder die Tötungen bleiben oft konsequenzlos, wo du sagst, ja, ich hätte jetzt gerne noch gesehen, wie er den vor der Mitte auseinandersägt oder wie er das und das macht oder es hätte ruhig ein wenig blutiger sein dürfen, weil der Film sich so langsam aufbaut und es war so geil gewesen, wenn er dann wirklich nochmal so richtig in den Farbeimer reingelangt am Schluss und die letzte Stunde und dann einfach die krasse Effekte liefert und so. Das hätte ich gerne nur ein wenig gröber gehabt. Also er ist nicht unblutig und die FSK 18 hat er zu Recht, aber ich hätte mir gerne ein wenig saftiger gewünscht, muss ich sagen. Mhm. Genau. Und ja, was mir gefallen hat, also wie gesagt, Bild und Ton in Perfektion. Ich liebe Mandy einfach. Der berührt mich jetzt mal wieder. Er zieht mich jetzt mal wieder in seinen Bann, er überfordert mich jetzt mal wieder. Ich finde ihn einfach toll, wie er gemacht ist. Ich finde den Nicolas Cage super. Ja, ich sprich Mandy auf alle Fälle meine volle Empfehlung aus. Und ja, gibt es ihm eine Chance, weil es wirklich wert ist. Und wie schaut es bei dir aus, Corby? Was sagst du dazu? Ich bin ähnlich, also sehr ähnlich sogar unterwegs wie du. Ich fange mit dem Gurten mal an, wirklich. Dieses Farbschema, diese Darstellung, das Ganze, wo wir jetzt die letzten 20 Minuten lang drüber geschwärmt haben, super. Da muss ich schon sagen, hat es sich einfach gelohnt, dass man den Film einmal gesehen hat und um es nochmal hervorzuheben, grandioses Schauspiel von Nicolas Cage. Wirklich top. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist tatsächlich auch die zweite Hälfte vom Film. Mir geht da so ein bisschen diese Zwischenhandlung ab. Es gibt ein paar Szenen, da landet er halt dann bei diesen Dämonen-Typen, wo ich mir dann denke, ja, war das jetzt geplant oder ist das jetzt Zufall? Ich meine, er ist dann in seinem Revenge, also in seinem Rache-Modus, aber also er kann jetzt nicht von vornherein alles so durchplant haben, wie es dann so passiert ist. Und da hätte ich mir doch nur so ein bisschen einen besseren roten Faden gewünscht, aber jetzt nicht im Sinne von roter Faden zur Blutlinie, weil die hat er ja hinterlassen. Ja, andererseits brauchst du das wirklich bei dem Film dann am Ende, weil er soll, glaube ich, wirklich am Ende ein paar Fragezeichen bei dir hervorgebracht haben, was er definitiv geschafft hat.
Wir haben uns ja vorhin schon mal kurz angeteased, man ist sich da nicht ganz so sicher, lebt er denn noch? Ist er denn noch auf der Welt? Oder soll das Ganze symbolisch für irgendwas anderes sein? Ja. Aber ja. Oder hat er seinen Drogenkonsum da hingebracht, wo er jetzt ist und halluziniert eigentlich die ganze Zeit? Wahrscheinlich ist er nach der Flasche Wodka immer nur kotzend im Bad. Oh Gott. Zerstör nicht mein Face. Na, aber echt ein geiler Film und man kann eigentlich nicht wirklich so extrem viel Schlechtes drüber sagen. Und sagen wir mal, das ist ja wieder Meckern auf hohem Niveau, weil ich glaube, man muss den Film mehr als Kunst wahrnehmen. Auf jeden Fall. Er hat auf alle Fälle mehr zu bieten als seine Story. Ja, das schon. Gut, und dann würde ich sagen, bei dem Film auf jeden Fall interessant, die Triple Threats, weil ich glaube, wir kennen fast alle drei Bejahen. Schauen wir mal. Mike, sterben Tiere? Wollig. Na? Doch. Und zwar? Das Reh am Anfang. Sie ist immer im Wald drin. Ah, ja, okay, schon her. Ja. Okay, stimmt, jetzt, wo du das sagst. Wow, man lernt nie aus. Gut, dann sieht man Titten. Ja, das kann ich auf alle Fälle bejahen. Und sieht man entblößte Trompeten. Oh ja, Baby. Linus Roach zeigt, was er hat. Wow, wenn man einen Film einmal, wo alle drei T's zutreffen. Gut, tote Tiere will eigentlich fast niemand sehen, aber Leid, das Reh, das sieht man öfter mal am Straßenrand, vor allem in Bayern. Ja, und ich glaube, dass für den Film jetzt da ihr Leben lassen hat müssen. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich auch, ja, ein Effekt sein oder Puppe sein, oder? Könnte man vorstellen. Ich hoffe es. Also, das kannst du in der heiligen Zeit nicht mehr bringen. No animals were harmed by making of this movie. Ja, und lieber hätte man sagen sollen, kämen da Tiere vor, weil da kämen da ziemlich majestätische Tiere vor, wie ein ja, wundergeiler Tiger. Oder Löwe, ich kenne da die Unterschiede immer nicht so. Ein Tiger, ja, das Tiger ist, ja. Ja. Das ist auch der Tiger, weißt du, das heißt, die Symbolik greift ja immer um sich, weil er hat ja auf seinem T-Shirt zum Beispiel einen Tiger und lauter so Sachen. Also es kommen so bestimmte Sachen, die wiederholen sich des Öfteren im Film. Stimmt, er hat es die ganze Zeit auf seinem T-Shirt am Anfang drauf, so lange, ja. Bis er dann das T-Shirt von der Mandy trägt. Ja, und dann macht er sein Lieblings-T-Shirt kaputt. Ja, der Arsch. Der Arsch. Ja, gut, dann würde ich sagen, schaut euch Mandy an, weil er einfach, wie soll ich sagen, ein Kunstfilm ist, den man mal gesehen haben sollte. Außer ihr steht an und für sich nur auf romantische Liebeskomödien, dann dann lasst man's. Genau, schaut euch was anderes dann an. Gibt es bestimmt auch die eine oder andere Liebeskomödie mit Nicolas Cage, mir fällt jetzt keine ein, aber Mandy ist dann nicht der richtige Film. Oh, da hätte ich einen. Ja. $1 Million Trinkgeld. Oh, der ist so schön, den könnte man immer wieder anschauen. und um was geht's da? Jetzt pass auf. Der Nicolas Cage ist Polizist und ist immer in einem Diner und hat keine Kohle dabei, aber einen ausgefüllten Lottoschein. Und er verspricht der Bedienung, dass er ihr die Hälfte von seinem Lottogewinn schenkt, wenn er es jetzt gehen lässt, quasi, wenn er jetzt nicht zahlen muss. Und da weiß dann wirklich so, dass der Lottoschein gewinnt und dann müsste er mit ihr teilen eigentlich. Und er ist ein netter Kerl und möchte das auch machen, aber seine Frau ist ein richtiges Miststück und steht dann denen zwar im Wege. Genau, und der ist eigentlich sehr herzerweichend und auch lustig und den schaue ich eigentlich immer wieder gern. Okay, also fast die gleiche Runde wie über Mandy. Fast. Aber wer wirklich einmal Lust auf was anderes hat, einfach mal was anderes raus aus seiner Komfortzone, haut sich Mandy ein, gibt es ihm eine Chance, er ist wirklich wert und habt Spaß damit. Genau, und wer lieber mal einen Film mit dem wunderschönen Tiger sehen will, ich bin fast der Überzeugung, dass es der gleiche Tiger ist, der soll sich dann Life of Pi schauen. Da geht es um einen Schiffbruch mit einem Tiger und dann hat man praktisch von beiden was. Einmal was mit dem Nicolas Cage in Liebesform und dann noch mit dem Tiger auf dem Schiff. Grandios. Passt. Einmal frei. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt, der sogar fast diesmal nur besser war. Ich möchte es nicht unterstellen, weil der Kanye nicht dabei war, aber weil wir einfach mal über einen wunderbaren Kunstfilm aus den 80ern, möchte man schon fast sagen, oder zumindest mit 80er-Touch gesprochen haben. Oder wie siehst du, Mike? Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Gut. Sollen die Leute sonst irgendwas machen? Ja, liken, teilen, schreit es in die Welt raus. Viva la Movulation Podcast. Anhören, lieben, Spaß haben. Genau. Schreit es ruhig raus. Ich habe endlich was über Mandy gelernt. Ihr Idioten. Yeah. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo, macht es gut. Servus.